Ah, endlich kann ich mal wieder an meinem Flitzer schrauben. Ach, tut das gut, mal zu entspannen, sonst kommen wir ja nicht dazu. Oh, Nanu! Und damit herzlich willkommen bei Pandido und unserem Unboxing von Playmobil Top Agents Hauptquartier. Oh, und Freunde, ich kann euch sagen, schaut euch das mal an. Dieses Paket ist so unglaublich groß, das passt mir kaum vor die Kamera. Und ja, also es ist wirklich sehr, sehr viel enthalten in dem Paket. Es ist ein komplett tolles Spielpaket von den Top Agents. Und hier hinten drauf auf dem Karton, wie immer, sehen wir, was alles enthalten ist. Drei Fahrzeuge sind dabei. Das Hauptquartier natürlich an sich. Dazu noch fünf Spielfiguren und ganz, ganz viel Extras und Equipment. Und ich würde sagen, wir machen das Paket direkt mal auf, hier am Klebeband. Und ja, öffnen es. So, und das ist also alles, was enthalten ist. Ihr seht, es ist unheimlich viel. Und ich würde sagen, wir reißen jetzt hier erstmal alle Tüten auf. Irgendwie macht das immer am meisten Spaß. Okay, dann wollen wir mal anfangen mit dem Aufbau. Also, hier haben wir ein Teil plus die Treppe, die später drauf kommt. Und hier müssen wir jetzt unten und an den Seiten diese gelben, ja, Püppel, sage ich mal, reindrücken mit dem dazugelieferten Werkzeug. Und zudem noch ein paar dieser grünen. Auch dazu gibt es hier, wie gesagt, dieses gelbe Werkzeug. Anders bekommt man das da tatsächlich nicht rein. Also kräftig drücken, bis es klackt. Und dann ist dieser Aufgang schon mal fertig. Da kommt jetzt hinten noch eine Platte dran, damit das ja ein bisschen hübscher aussieht. Das ist alles genau zugeschnitten und qualitativ sehr hochwertig, wie immer bei Playmobil. Also darum die Platte einfach andrücken und fertig. Und die werden wir auch direkt mal bekleben. Und zwar hier oben mit diesem ersten Aufkleber. Das ist, ja, was ist das eigentlich? So ein Diagramm und eine Rechentafel vielleicht für den Tech. Das ist ja die Intelligenzbestie hier im Team. So, hier noch die Lampe dran, dann sieht das schon nicht schlecht aus. Und hier haben wir ein ziemlich großes Stück, das kommt wiederum hier an der Seite dran, und zwar hochkant. Zack, einmal bis es klackt und noch ein paar Kleinigkeiten dran gesteckt. Dann sieht das schon fast nach Marokkquartier aus, aber nur fast, da habt ihr völlig recht. Es fehlt hier noch einiges. Zum Beispiel haben wir hier diese riesen Grundplatte. Da kommt jetzt nämlich das eben zusammengebastelte Objekt drauf. Auch das ist genau ausgeschnitten, das sollte perfekt passen. So, dann haben wir hier eine Leiter, da kommen unten ebenfalls rote Puppel dran und dann passt sie auch hier direkt aufs Brett. Hier haben wir noch einen Stein, das wird später die Verzierung, aber das zeige ich euch gleich. Es gibt nämlich noch einige Geheimfächer und Falltüren und was es so alles geben muss in einem echten Agentenhauptquartier. Hier seht ihr links, da steht jetzt unsere Fassade aus Stein. Das hier ist das Tor für das Gefängnis. Es gibt tatsächlich auch ein Gefängnis und eine Falltür, durch die man unter anderem in das Gefängnis gelangen kann. So, dann nehmt ihr euch mal als nächstes dieses braune Teil. Das ist nämlich tatsächlich die Falltür. So, die wird hier ein bisschen justiert. Hier kommt noch eine Glasplatte rein. Hier und da ein paar Wände. Und rucki zucki steht das schon. Das klicke ich für euch mal überall schnell dran. So, das wird nämlich das Obergeschoss und die Kommandozentrale. Auch da gibt es dann noch einen Geheimraum, den zeige ich euch dann gleich. So, hier ist ein Wandschrank plus riesen Flatscreen-Fernseher. Denn das Agententeam möchte auch gerne up-to-date sein. Und das hier ist ein interessantes Teil, das ist nämlich mit Batterie betrieben. Das ist quasi die Wand, wo alle Sachen angezeigt werden, die gerade passieren. Alle schlimmen Sachen da. Wird geortet, ihr seht schon, da gibt es... Ich drücke einfach mal hier auf den Knopf, dann seht ihr es noch besser. Dann blinkt es ja überall in der Stadt und auf dem Globus und die Agenten wissen genau, Dr. Devil treibt gerade sein Unwesen. So, und diesen Flatscreen, den bauen wir hier oben auch noch ein, und zwar hinter diese Schrankwand. Das ist nämlich ein Geheimfach. Das könnt ihr jetzt nach vorne hin aufklappen und habt dann versteckt eure Kommandozentrale. So, was haben wir denn hier? Hier ist noch ein weißes Teil. Da kommen, da kommt genau dieses, ja, was ist das, die Satellitenschiffe, genau, die kommt ja oben rein und das bildet sozusagen oben das Dach mit Satellitenschüssel und Fernglas. Und dieses Teil ist die obere Etage für unser vorher gebasteltes, ja, Grundstück, nenne ich es mal. Das kommt also oben drauf, dafür auch diese gelben Puppel rundherum.
Einmal genau aufsetzen, das ist wichtig, und dann überall einfach kräftig drücken. Klack, 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 und das Ding sitzt. Aber es fehlt noch was in einer Agentenzentrale, und zwar die Überwachungskamera. Auch da müssen wir eine Batterie einsetzen. Darum schraube ich das mal schnell auf. Beziehungsweise zwei Batterien, Entschuldigung. Erledige das für euch und dann ist sie fertig. Und mal schauen, was passiert, wenn wir auf den Knopf drücken. Das ist nämlich tatsächlich ein Bewegungsmelder. Wie cool ist das denn? Wenn ihr die anhabt mit Batterie und dann zum Beispiel mit der Hand davor geht, dann schlägt die wirklich Alarm. Es blinkt und piept. So, und jetzt gibt es hier noch drei Fahrzeuge zu bauen. Auch das mache ich mal schnell für euch. Das hier wird unser Auto. Dafür müssen wir vier Felgen erstmal in Reifen stecken. So, und diese wiederum an die Achsen. Perfekt. Ja, es rollt. So, das baut hier noch zu Ende. Ich habe das mal schnell gemacht. Hinten kommen jetzt noch die zwei Düsen dran. Das ist jetzt Auto Nummer 1. Aber es wäre kein echtes Agentenauto, wenn es sich noch mehr könnte. Jetzt kann es nämlich im Wasser fahren und fliegen. Es ist also 3 in 1, wenn man so will. Ja, das ist ja mein Flitzer. Und dann wollen wir mal. Hier ist das zweite Auto, beziehungsweise Fahrzeug, ein Jetski und ein ziemlich coole Laser-Plasma-Pistole. So, die kommen jetzt hier erstmal alle an im Hauptquartier. Piep, 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 piep. Ah, endlich kann ich mir wieder meinen Flitzer schrauben. Ach, tut das gut, mal zu entspannen, sonst kommen wir ja nicht dazu. Oh, Nanu, was war das denn? Das ist doch der Alarm, oder was? Ich komm ja schon, ich komm ja schon. Was? Oh Gott, ich muss sofort die anderen holen. Was ist denn nun schon wieder? Wir sollten schnell los. Alles klar, dann nichts wie hin. So Leute, Karlchen Knack ist ausgebrochen. Toni hat uns um Hilfe gebeten. Geht klar, oder Leute? Natürlich, den holen wir uns. Der wird sich wundern. Auf geht's. Da hat er sich mit den Falschen angelegt. Die Top-Agents sind ihm auf der Spur. Leute, aufsitzen und los! Ich komme! Wartet, bin schon da!